Willkommen zurück zur Wüstenburg in Zelda Twilight Princess und ich hoffe, wir beide hier kommen jetzt ein wenig weiter. Denn letzten Mal haben wir dann doch etwas mehr gerätselt als sonst, aber ist ja auch gar nicht mal so einfach. Und ich habe auch in den Kommentaren schon gelesen, dass viele von euch eher hier gesackt haben als im Wasserdungeon. Und um ehrlich zu sein, ich sacke hier sowieso mehr als im Wasserdungeon. Oh mein Gott. Gut, jetzt sind wir hier scheinbar bei Mulan angekommen. Ah, nee, doch nicht. Das ist, weiß ich nicht was, das ist irgendein Viech. Roll dich rüber. Ja, ja, ich wollte nur gucken, ob da irgendwas ist, aber da ist nichts. Sieht sicher aus. Und das ist schwierig. Du musst gleich sehen, warum. Okay. Also es ist wohl nicht einfach so anzünden, oder? Genau das nicht. Ach Mann, warum? Zünd mal was an. Ja, entweder kommen jetzt hier Gegner runter, oder... Ja, nichts geschieht. Achso. Ja, und? Spaß. Ja, wo ist das Problem? Ja, eigentlich, kommt da erstmal ein Haufen Gegner, aber du hast irgendwie gleich die richtige Kombination gefunden. Echt jetzt? Nur das Vorderste, das ist richtig. Ja, zünd mal das Zweite an. Nee. Lieber ja, nicht. Du ziehst das nicht mehr, chill. Ja, aber ich habe jetzt keinen Bock auf Gegner, lol. First try. Ich nehme alles zurück, ich bin hier... Sehr gut! Es ist doch kein, keine Herausforderung, dieser Dungeon. Der ist lächerlich hier. Einfach zu leicht. Chill. Das langweilt mich. Das ist doch so eine Idee. Ist alles viel zu einfach. Ich zeig dir, was einfach ist, Arschloch. Oh Scheiße, was macht der denn da? Doppelteam. Musstest du es übertreiben? Jetzt setzt so ein Phantombildtrick ein. Toll. Der Dungeon ist endschwer. Kannst du wieder einer werden? Wohl nicht, oder? Nee, jetzt hat er keinen Bock. Okay, ja. Echt? Oh Mann, ey, super. Die locken mich auch noch immer in den Treibsand rein. Wer von euch ist der Echte? Das ist sozial. Ich ist die erste Schlampe. Ich glaube, von denen ist niemand eine Schlampe. Ja, und ich glaube, von denen ist auch niemand der Echte irgendwie. WTF? Immerhin nicht so wie ein Dragon Ball, das am Ende. Wartet mal, Freunde. Geht nicht, scheiße. Nee, nicht warum geil. Nicht? Ja, aber siehst du, ich habe sie jetzt alle getroffen, es funktioniert nicht. Okay, dann muss es da irgendeinen Trick geben. Ich kann sie momentan scheinbar noch nicht angreifen, oder? Junge. Sieht so aus, aber ich wusste jetzt auch nicht, was du anders machen solltest. Also so wie ich das sehe, kann ich sie nicht verletzen. Siehst du, ich habe sie gerade alle getroffen. Also irgendwie glaube ich, dass das momentan noch nicht geht. Ah, Moment doch, jetzt war einer gerade anvisiert. Wieso denn? Okay, dann lasse ich sie mal kommen. Komm, greif mich an. Ja, jetzt hat er automatisch angegriffen, scheiße. Doch, wann war ich denn anvisiert? Ja, eben. Das ist alles ein bisschen komisch, jetzt schon wieder. Ach, verdammt! Ja. Das muss der Echte sein, irgendwie. Das muss man richtig gut timen. Was soll denn das hier werden, ey? Der puppt sich immer, glaube ich, erst kurz vor dem Angriff. Der echte. So nett, ja. Komm, komm! Gib's mir! Spaten. Junge! Ja, der hat doch kein Real Life. Jetzt hab ich dich! Jetzt hab ich dich! Komm her! Warum nicht? Das gibt's doch gar nicht! What the fuck? Ich hatte die Ja, das sind fast. Super. Ja, komm, fick ihn, doch! Ja! Ich kann es nicht leiden, wenn der Wolf das tut, ey. Aber jetzt hast du die Geistesvögel. Boah, Mann! Damn! Oh. Good job. Hier geht's ja echt ab. Tschüss. Ui. So, next door. Was kommt jetzt wieder für eine Qual? Okay. Bist du erstmal hier oben? Jetzt muss ich erstmal schauen, wo genau ich bin. Ich glaube, ich bin in dem Drecksraum von vorhin. Aber was bringt mir das denn jetzt zum Teufel? Es ist doch jetzt eigentlich nur dazu, damit ich zurückgehen kann, oder?
Doch. Geh mal danach. Guck mal nach rechts. Das ist nur dazu da, damit ich zurück kann, glaube ich. Ja, aber das noch zwei über. Ja. Das ist doch noch eine Tür oben drüber. Nein, von da sind wir gekommen. So. Okay, dann werden wir zurück in den Hauptraum gehen. Ja, mach mal. Ja. So ist es. Jetzt passiert wieder etwas Neues. Die dritte Fackel geht an. Und wir kommen zur letzten. Wie auch immer. Jo. Die Frage ist halt nur wie, ne? Weil eigentlich waren wir schon überall, außer dort oben. Und bisher war alles failed irgendwie. Ich geh mal wieder zu Wolf. Warte mal, was sind wir denn noch nicht? Jetzt guck dich genau um. Also guck vor allem die Fackel da oben an. Noch fehlt. Du siehst es, da musst du rein. Wieso denn da? Ja, da waren doch vorhin die verschlossenen Räume, wo wir es noch nicht ganz geblickt haben. Ja gut, aber die kriege ich doch jetzt auch nicht auf. Ja, doch. War der Raum nicht gerade auf? Welcher? So, in denen, die hier auf der Karte eingezeichnet sind, waren wir alle schon. Ja, da haben wir da scheinbar irgendwas vergessen. Wühlen oder so, wäre schon möglich. Zeig mal her. Also der Duft, der geht, wo war er hin? Dadurch, okay. Ach du Scheiße. Aha. Irgendwas dort drüben. Ja gut, da haben wir jetzt eine schöne Abkürzung hin. Ach echt? Ja, also das heißt Abkürzung halt. Der Weg hin. Ja, wir wissen zumindest, wie es geht, sonst aber auch nichts. Wo könnten wir denn da was vergessen haben? Ja, wühlen vielleicht irgendwo. Ich glaube sogar, da war irgendwas. Wenn irgendwo wühlen müsste, das habe ich auch erst so gesehen. Wir werden es gleich erfahren. Der Duft ist da und zeigt hier rein, oder was? Ja, da muss ich irgendwie hin. Man, ja, einfach das Ding verschieben in der Mitte. Das haben wir vorhin nicht gecheckt? Das also beziehungsweise übersehen oder was? Kann gut sein, ja. Can't believe it. Ne, Moment mal, da sind wir vorhin aber auch durch. Naja, warte. Naja. Da waren wir doch, was zur Hölle? Wie gesagt, kann sein, dass man da. Achso, da vorne ist wieder ein Raum, den wir noch nicht betreten haben, siehst du? Ja, jetzt hört man zum Wolf. Wenn wir chillen. Ja, yeah, hier ist nix. Doch, kann schon sein. Wird man zum Wolf? Ja, okay. Vielleicht gespüre einen Raum. Okay, Düftchen, wo bist du? Ah ja gut, ich höre hier die ganze Zeit schon jemanden. Das habe ich das letzte Mal auch schon gehört, aber ich sag's doch, da ist noch nichts. Sind die Idioten wieder da? Wenn die Kleinen da sind, sind auch die Großen da, oder? Nein, Gott sei Dank nicht. Tatsächlich, hier musste man wühlen. Oh, wie assi, ey. Genau. Er leckt mich am Arsch. Das Stelle. Erstmal die Freunde hier beseitigen. Ich hab, wie gesagt, ja, ich kann auf Freunde verzichten, ey. Zumindest auf solche Art von Freunde. Boah, ist nicht so attraktiv. Aber ein Wolf ist doch sowieso einsam, deswegen meinte ich, dass ich keine Freunde brauche. Ich bin ein einsamer Wolf. Aha, sieh an. Und ich hatte also recht, ich habe die ganze Zeit einen Geist gehört. Haha, ich bin doch nicht bescheuert. Alter. Ich bin nicht irre! Scherz. Weil komm her. Wir die Dusche von denen oder so. Und Kopf verbreißen. Noch einmal, komm. Ja, jetzt liegt er gleich. Und gib her. Boah, der ging ein bisschen leichter wie der letzte. Ja, der letzte war echt Hammer. Gut, dann gehen wir jetzt schon wieder zurück zum Anfang. Und dort kommen wir dann wahrscheinlich durch die große Tür. Aber ich glaube nicht, dass der Dungeon dann schon beendet ist. Haben wir Halbzeit. Oh mein Gott.
Wenn gut. Überhaupt. Also, wir sehen uns dann dort. Jetzt! Yay, also, wir haben diesen Weg oben gefunden. Ja, ganz gut, jetzt brauchen wir einfach nur runterjumpen und jetzt sind wir gleich da. Und die große Tür öffnet sich, weil ich für Geister sehe. Yay! Jetzt trägst du allerdings den Geruch von den Spasten mit dir rum, also ich weiß nicht, ob das angenehm ist. Okay, also hier geht's weiter und da ist eine Truhe. Holen wir doch mal die Truhe. Ja gut, wenn sich das so leicht anhört, ne? Aber ach Quatsch, das ist der Bosski. Ja, das tut nix. An den komme ich mit Sicherheit noch nicht ran. Nee, das sehe ich schon allein am Aufbau, das wird nix. Ja, das wird nix, glaube ich auch. Mit dem Blatt aus Windshaker vielleicht, aber hier. Nein. Ja. Gut, dann bleibt uns nur der Raum übrig. Das ist ein Einzelraum. Ich schätze mal, dass hier der Zwischenboss ist und ich hier mein Dungeon-Item kriege. Wäre mal an der Zeit, ja. Sieht auch sehr danach aus. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zwischenboss, das hier ist einfach crazy. Wieso crazy? Was geht da ab? Naja, ich habe hier keine Wahl, ich muss runter. Ja, spring. Also, du musst dieses Ding halt verschieben und dann kannst du individuell immer gucken, wo du genau hin willst. Also ganz nach unten und nach oben. Ich glaube, in einem von diesen Räumen ist auch irgendwo irgendwann mal ein Erzteil. Und du hast keinen Schlüssel, deswegen musst du hoch. Und dann in diesen ganzen Zwischenräumen gucken. Der Raum gefällt mir jetzt schon nicht. Etwas ist crazy. So, hier haben wir einen mit Opfern gespickt. Och Gott, ey. Das ist doch nicht euer Ernst jetzt. Doch. Ja, nee. Hilf. Hör damit. Auf Direction. Ja. Jetzt, so, jetzt kann ich da hinten ran. Da ist was. Ja, ja, Arschlöcher! Ja, chill, wir gehen in den anderen Raum, dann müsstest du eigentlich kommen. Link, das war nix. Ja, ja. Warte mal, vielleicht kann ich da außen rum durch. Ja! Nein, ach so, okay. War ein geiler, trotzdem geiler Owens. Ja. Nein, ich dachte, da wäre das Herzteil drin. Ja, der Schlüssel. Ich glaube aber tatsächlich das Herz. Aber ist das hier? Wäre jedenfalls eine Möglichkeit. Nachdem der erste so billig war. Ja, also theoretisch könnten wir jetzt schon gehen. Und das ist dann vielleicht doch nochmal eine Verlockung, hier weiter zu gucken. Nicht wahr? Da gibt es zum Beispiel nochmal einen Weg. Mit gar nichts. Wenn wir Glück haben, ist ja auch noch irgendwo die Tante. Das wäre auch mal nicht schlecht. Das ist das erste Mal, dass ich mich um die Alte freue. Das wäre echt mal nicht schlecht, weil das mit den Rubinen ist echt traurig bisher. Ja. Ich brauche Herzen, Mensch. Keine einzige Rubine, Mensch. Hier komme ich allerdings wieder nicht durch. Ja, das findest du ja gut. Das ist aber auch gar nichts, wie man sieht. Nee, da ist gar nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass hier dann doch nichts ist. Ja, weil es ist Schluss. Jetzt gibt es nur noch diesen Raum hier. Und da ist gar nichts. Schade. Ich fürchte, du täuscht dich. Schade. Dann muss das wohl mit dem Dungeon-Item holbar sein. Und da sind wir gekommen, ne? Ja. Zumindest die Tante. Okay, fail, dann ist da nichts. Dann müssen wir nach unten. Schieb! Kräftig! Drücken! Arg. Ja, man muss hart arbeiten. Jetzt so einen Energieschlauch ran tun, dann macht Link Energie wie ein Hamster am Rad. Rad, du cooler Ninja! Okay. Ja. Okay, das ist ein Raum und da ist Redstone. Ah, nee, doch nicht. Das ist ein falsches Spiel. Ja. Hier wird es Zeit für Zwischenboss. Ach, hier? Ja. Doch. Cool. Das wird geil. Oh, I love it. Nice.
Das ist echt nervig. Arschlöcher, ey. Ist doch putzig hier. Link, mach keinen Scheiß! Link! Boah, ich wollte gerade mal. Oh nee, lassen wir diese Mäuse, das auch noch. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Und davor sind die Spaß. Weg? Nein. Ganz. Schießt euch! Ja. Boah, da musst du ein bisschen umständlicher laufen und bleib lieber wieder zum Mensch. Nee, wenn die Fische wieder kommen, dann kann ich da chillen. Kann ich hier durch? Nein, natürlich kann ich hier nicht durch. Aber vielleicht kann ich. Ah, hier ist was zum Ziehen. Ah, Moment, bringt nichts. Mitten ist wieder. Ach schon! Gut. Hat jetzt eine Schnelligkeit drin. Jetzt musst du das rausziehen, dann musst du ganz schnell den Weg nach da hinten finden. Wieso geht das? Ja, jetzt. Weil ach, das auf den richtigen Weg muss ich jetzt ganz schnell machen. Ach du Scheiße, sind die irre? Oh. Jill ist noch gar nicht ganz rausgezogen. Ihr werdet auch schon losgelassen, egal, vielleicht schaffe ich es ja. Ja, klar, und dann ist da so ein Asozialer. Darf ich anmerken? Ich glaube jetzt eher nicht. Komm, verpiss dich. Ich darf ihn nicht zum Schrein kommen lassen, deswegen muss ich ihn jetzt diese Dauer angreifen. Ja, und die blöden Mäuse sollen sich auch mal verpissen. Was brauche ich das? Okay. Jetzt so. Gut, Weg merken. Hier durch und dann kann ich mich hier durchchillen, oder? Nee, kann ich nicht. Muss ich dann hier rein? Ja, natürlich, weil das siehst du ja dann halt raus. Okay. Ach komm, das gibt's doch nicht, dass die hier ständig kommen. Spaß, nur. Richtige Nervenzähne, ich find's widerlich aus. Gut, aber ich habe jetzt wenigstens die Lösung, von daher passt's. Rausziehen, mein Freund. Ich hätte nicht gern, dass dies hier an mir festbeißt. Nee. Aber noch schlimmer wäre ein Spinnen, von daher. Boah, kommt auf die Größe an. Nee, so, schon bei kleinen gehe ich ab. So ein Monster-Ding mit Haaren und roten Augen wäre dann vielleicht doch nicht ganz so angenehm. Ja, gut. So, jetzt sind wir durch hier. Okay. Und jetzt? Ja, weiter. Dort drüber. Was zum Teufel ist das denn für ein kranker Scheiß? Wieso? Ja, das sieht so aus, als würde mich das. Oh, fuck. Irgendwie zerschlitzen wollen oder so. Ja, lass es einfach in Ruhe. Diese Drecksviecher! Verpisst euch! Die wollen dich, wie du treffen angemeint hast, zerschlitzen. Also lass sie einfach in Ruhe, du kannst sie nur nichts anhaben. Ja. Ich muss halt warten, bis die wechseln, damit ich da vorbei kann. Okay, da ist eine Tür und da ist die Tante! Endlich. Die Tante! Wir können uns verpissen! Ja, ja, ich wollte mal ein bisschen chillen hier! Pappen und so, nicht schmarrn, wieder weiblich! Okay, im nächsten Part werde ich dann erstmal diese Aufträge ausfinden, die Philipp gesagt hat. Damit wir die blöden Drecksrubine immer loswerden, dann kann ich noch ein paar Truhen aufnehmen. Und dann geht's auch direkt hier weiter. Das wird nur 2-3 Minuten dauern. Also, wir sehen uns wieder bei Let's Play Zelda Twilight Princess beim nächsten Mal. Ciao.